Klasse Wetter zum Spazieren gehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wieder mal, wir bleiben beständig. Es gelten die aktuellen Auflagen wie immer. Nicht vorm Trecker laufen, nicht vorm Banner, auf die Ohren achten, keine Flaschen sind erlaubt, Geh- und Radwege sind freizuhalten. Viel Spaß euch! Bewegung, die mittlerweile sich überall festklebt, mit irgendwelchen Fanatikern, die da die Gesetze übergreifen, die sich Kinder sogar schon missbrauchen heute, mit reinnehmen in ihre Aktionen, ja, die sind mit 15% da drin. 15% bringen uns also dazu zu sagen, jo, wascht euch mal mit Waschlappen. Alter, steckt euch also Waschlappen in euren Arsch und dann steckt ihn euch in den Mund, Mann, vielleicht hilft er euch. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, überlegt doch mal, schau dir doch mal die meiste Geschichte der grünen Politiker an. Ja, von Mami aus dem Kinderzimmer in das Studium, abgebrochen in die Politik. Und das führt unser Land. Ich, sorry, meine Tochter ist 12. Die können sich beschissener machen. Ein Habeck als Wirtschaftsminister, der keine Ahnung hat, was eine Insolvenz ist. Also als Wirtschaftsminister.
Nee, die Betriebe, die machen nur für ein paar Wochen zu. Oder was ist immer? Die verdienen aber jetzt, sind sie bekloppt? Oder was? Die Queen ist gar nicht tot, die schläft nur, oder was? Also, hallo? Sind die bescheuert, oder was? Wenn Leute in die Politik gehen und Ämter ausfüllen, müssen die Personen aus diesem Ressort kommen. Es kann nicht sein, dass ein Sparkassenspahn Gesundheitsminister ist. Das kann nicht sein. Er muss davon Ahnung haben. Die Menschen, die dem da ausfüllen, müssen aus diesem Ressort kommen und müssen in ihrem Leben das auch schon bearbeitet haben. Ja? Kann doch aber nicht sein, dass jemand, der Innensenator ist oder Innenminister ist, früher Bäcker war oder was. Seid ihr bekloppt? Ja, dann heißt es immer, ja, wir haben ja Berater. Dann sollen die Berater euren Job machen und nicht ihr. Dann Leute, die Bücher schreiben, die nicht ihre sind, die mit ihren Lebensläufen fälschen, aber jetzt in der Ukraine auf Mutter Teresa machen, Frau Baerböck. Unabhängig davon, dass ich manche Worte erst würfeln muss, bevor ich sie verstehe. Und das soll die Zukunft sein? Beschissener kann es gar nicht sein. War die CDU besser? Nö. Und die Alternative will keine Sau. Also kannst du wählen zwischen Scheiße und Kotze. Oder Pest und Cholera. Frag doch mal den Bundeskanzler nach der Affäre mit den Geldern in Hamburg. Halt vergessen. Ich hab Amnesie. Halt vergessen. Kanzler. Die verarschen dich. Es gibt ja nicht umsonst so viele Pressekonferenzen, wo jemand eine Frage stellt, aber unser Bundeskanzler sagt, ja, könnte ich beantworten. Macht das aber nicht. Hat er gesagt. Der Bundeskanzler, den du hast, hat gesagt, der in Times, man soll die eigenen Bürger nicht so ernst nehmen. Kannst du alles nachlesen. Das ist unsere Bundesregierung. Und das ist die, denen sollst du vertrauen. Die zu dir sagen, du sollst Opfer unter Entbehrung bringen, du sollst Waschlappen benutzen, du sollst dich reduzieren, du sollst dich solidarisch anpassen. Und im gleichen Atemzug baut der für 777 Millionen, das wird nicht reichen, den Kanzlerbau weiter. Fährt seine fette Karre, erhöhen sich die Diäten. Wir haben alle weniger, die erhöhen sich die Kohle. Das. Und da soll mir einer erzählen, wir werden hier nicht verarschen, ich rede hier nicht von Verschwörungstheorien, ich rede von nackten Fakten und Taten. Ja, das ist ja populistisch. Ich sage ja, wenn er nicht mehr weiter wisst, wenn er keine Argumente mehr habt, dann zieht er die Nazi-Keule oder die Populismus-Keule, weil die meisten darauf reagieren und den Schwanz einziehen. Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme die Nazi-Keule und die Populismus-Scheiße und stecke sie euch in den Arsch. Zusammen mit euren Tretrollern und Waschlappen. Die Hochbuch des Versagens und des Lügens ist Berlin. Und ihr wisst, was die mit den Wahlen gemacht haben, oder? Ihr habt es mitbekommen. Und ich bin persönlich betroffen, denn ich bin zur Wahl angetreten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Das heißt, man hat unsere Demokratie mit Füßen getreten. Es gibt Verfassungsrechtler, die gesagt haben, das sind schon Strukturen, die einer Diktatur gleichkommen. Dieses Parlament, was wir in Berlin jetzt haben, ist nicht rechtmäßig gewählt. Frau Giffey ist nicht Bürgermeisterin. Sie mag sich so nennen, aber sie ist nicht rechtmäßig gewählt. Ja. So viel Scheiße kann man gar nicht sehen. Und die machen munter weiter. Gib meinem Leben einen Sinn. Ich trag euch im Herzen, ihr seid meine Kinder. Meine Liebe für euch ist grenzenlos. Ich werd für euch kämpfen, was auch immer geschehen mag, bis zu meinem letzten Atemzug. Bis zu meinem letzten Atemzug. Des armen Wohnheims, auch für euch gehen wir auf die Straße. Applaus auch für die, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben und im Nachhinein jetzt immer noch bestraft werden. Frieden, Dreieck! Frieden, Dreieck! Selbstbestimmung! Frieden, Dreieck! Selbstbestimmung! Frieden, Dreieck! Selbstbestimmung! Frieden! Und nochmal Applaus nach links. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg. Nimmt uns keiner weg. Wir stehen für Frieden auf der ganzen Welt. Wir sind nicht käuflich, schon gar nicht für Geld. 100.000, die zusammenstehen, für die Freiheit
Straße geht. Heute sind Masken tabu. Wir stehen zusammen für die Freiheit, denn nur so hört man uns zu. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Und das nimmt uns keiner weg. Nimmt uns keiner weg. Schreibt das Handelsblatt. Denn, Herr Habeck, in der Wirtschaft ist das leider nicht so wie in der Politik. Ein Minister, der nichts mehr liefert, muss leider tatsächlich keine Insolvenz anmelden. Sie sind das beste Beispiel dafür. Aber ein Unternehmen, das wegen der hohen Preise nichts mehr verkaufen kann,
Preisexplosion nicht stoppen, dann wird die deutsche Industrie mit ihrem starken Mittelstand bald nur noch eine Erinnerung an die guten alten Zeiten sein. Und die hohen Energiepreise, viel höher als in vielen anderen europäischen Ländern, die sind doch nicht vom Himmel gefallen. Die sind doch das Ergebnis von Politik. Sie sind zum einen das Ergebnis ihrer völligen Rückgratlosigkeit gegenüber den Absahnern und Riesenprofiteuren. Die Mineralölkonzerne werden in diesem Jahr in Deutschland 38 Milliarden Euro mehr Gewinne machen als im Schnitt der letzten Jahre. Die Stromerzeuger sogar 50 Milliarden. Geld, das den Bürgerinnen und Bürgern jeden Tag aus der Tasche gezogen wird. Andere Länder haben dieses Marktversagen längst mit Preisdeckeln oder wenigstens mit Übergewinnsteuern darauf reagiert. Frankreich hat den Anstieg des Strompreises auf 4% begrenzt. Da sind sie nicht erst nach Brüssel gefahren und haben lange Verhandlungen geführt. Ein Liter Sprit kostet rund 40 Cent in Frankreich weniger als jeder Kreatur als höchsten Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, Leben gelernt. Nun werden wir sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne, geb ich nicht. So, hier am Stadtkern gibt man aber richtig Gas. Frieden, Freiheit! Frieden, Freiheit! Ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht. Sie werden es für euren Mann nicht geben. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Sehr, wo bist du? Kannst du mich sehen? Noch hab ich dich nicht vergessen. Es ist lange nicht zu spät. Noch lange nicht zu spät. Merkel, ich kann es gar nicht häufig genug sagen. Danke, danke, danke. Wir haben 250 Leute bei diesem Spitzenwetter erreicht. Doch eins kann ich auch sagen, es wird leider nicht besser werden. Alle, die sich jetzt blenden lassen, zum Beispiel von den gesenkten Spritpreisen, den kann ich nur sagen, die Regierung wird nichts ändern. Die nächste Saat haben Sie ja gesät.
da sitzt keiner von uns. Es wird nicht besser werden. Ein satter Vogel wird nie mit den hungrigen Vögeln fliegen. Danke. Applaus nochmal für den Redebeitrag. Guten Abend, Wittenberge. Guten Abend, der harte Kern. Wir werden leider kontinuierlich weniger. Das ist traurig. Und ich möchte mal eine Frage stellen an diejenigen, die heute nicht mit hier sind. Was wollt ihr euren Kindern sagen? Was wollt ihr euren Enkeln und Urenkeln sagen, wenn die euch fragen, wo warst du, als die anderen auf der Straße waren? Willst du dann sagen, ich hatte Angst vor nassen Socken? Das kann doch nicht sein. Man kann sich von der jetzigen Politik nichts versprechen und wer sich davon blenden lässt, der hat es vorher schon nicht verstanden. Das tut mir leid, das muss ich so sagen. Ich wollte heute eigentlich gar nicht sagen, aber es ärgert mich ein wenig, dass wir weniger und weniger werden. Leute, wenn ihr am Fenster steht, lasst das Glätzen sein, kommt herunter und reiht euch ein. Das ist das Wichtigste in dieser Zeit. Wir dürfen uns weder von irgendwelchen Zulagen, die sie uns großzügig schenken, von dem Geld, das uns vorher abgeknöpft haben, blenden lassen, noch von irgendwelchen Versprechungen. Das geht nicht. Punkt. Ganz einfach. Und wenn man heute sich so umhört, da gibt es Probleme bei der Lieferung dieser neuen Tarnkappenbomber, die dann im Kriegsfall amerikanische Nuklearwaffen über Europa verteilen können. Ich möchte dazu mal eins sagen, dieses Nukleargeraffel der Amerikaner hat auf unserem Territorium nichts verloren. Und solange das Zeug hier ist, sind wir kein souveränes Land. Nehmt euer Geraffel und geht nach Hause, Amis. Geht nach Hause. Ihr habt genug angerichtet auf diesem Planeten. Ihr habt genug Schaden gestiftet. Soweit dazu, und ich wollte eigentlich nur noch einen Satz loswerden von Friedrich Schiller. Und vielleicht geht ja jemand näher als mir. Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Also, aufrechter Gang, Kopf hoch und macht's Maul auf. Macht's gut, bis nächsten Montag, und ich hoffe, wir sind ein paar mehr. Danke, dem kann ich mich nur anschließen. Bis zum nächsten Montag.